Seite herzlich willkommen zu der kleinen Unterordnungsaufführung der Boxbowl auf dem Kühlbaumarkt 2015. Vor uns sehen wir gerade die Hunde, wie sie sich warm machen mit dem Fußlaufen. Die Hunde werden ausschließlich durch positive Verstärkung bei uns ausgebildet. Das heißt, sie haben Spaß dabei und werden ohne Zwang. Die Übung haben wir heute der Situation angepasst, da es sehr warm ist und viele Leute, viele Gerüche und viel Lärm. Ganz vorne sehen wir den schokobraunen Labrador mit Carsten, das ist der Pascha. Der Labrador wurde damals gezüchtet in Neufundland und hat den Fischern geholfen, die Fischernetze einzuziehen. Ist ein Familienhund, ausgesprochen klug, braucht viel Bewegung und eine Beschäftigung. Eine liebevolle und konsequente Erziehung ist hier notwendig. Sie braucht mentale und körperliche Auslastung und ist ein liebenswerter und ausgeglichener Familienhund. Die Shiba Inu-Hündin Emma sitzt hinter dem Pascha, ist gerade aufgestanden. Es ist eine Jagdhunderasse. Sie geht auf die Jagd auf Vögel und Mäuse. Sie ist trotzdem sehr intelligent, selbstbewusst und unabhängig. Sie braucht eine klare und konsequente, dennoch liebevolle Erziehung. Der kleine Raucherdackel Alfred läuft gerade an. Es ist ein Jagdhund, wird zudem auch jagdlich geführt. Er lebt in der Familie und ist trotzdem sehr selbstständig. Alfred ist trotzdem ein kleiner Clown, zärtlich, sensibel und wachsam und hat einen kleinen Dickkopf. Liebt auch das Wasser. Braucht viel Bewegung, eine ausgeglichene Beschäftigung und eine konsequente Führung. Gerade haben die Hunde das Kommando Bleib bekommen. Die Besitzer sind einmal um die Hunde rumgegangen und werden jetzt ins Sitz gerufen. Die Hunde werden jetzt in die Grundstellung gesetzt, das heißt links neben dem Herrchen oder Frauchen. Es wird Fuß gegangen, nach einer bestimmten Schrittzahl werden die Hunde hingesetzt und die Besitzer gehen weiter. Einmal bitte Applaus. Jetzt wird ein Platz verlangt gleich. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Jetzt werden die Hunde einmal abgerufen ins Fuß. Das haben sie alle super gemacht bei der großen Ablenkung. Nochmal bitte einen großen Applaus. Jetzt wird die Leine bei der Australian Ponyhündin Mia gelöst. Die läuft jetzt ohne Leine Fuß. Dies gehört zu der höheren Unterordnung, da das Fußgehen immer noch mit die schwierigste Aufgabe für den Hund ist. Aber Mia macht das ganz super.
sie weit weg von uns. Dabei macht sie ein paar Wolken. Das mentale Auslastung und zudem körperliche Auslastung. Ja, bitte einen großen Applaus. Pascha wird einen Platz aus der Bewegung durchführen und zudem wird er abgerufen. Hier kommt es auf punktgenaues Arbeiten an. Ja. Pascha, die man sieht, auch super abrufen kann. Aber noch immer so, dass man den noch auch, dass er sich noch den... Hier geht es darum, dass der Punkt genau neben dem Märchen sitzt. Das hat er super gemacht. Bitte einmal einen großen Applaus. Theo geht auch ohne Leine. Ist doch was anderes, ne? Jetzt bekommen wir das Kommando Steh. Ein sehr schwieriges Kommando, was er super durchführt. Ein Platz ohne Hilfestellung der Hände. Und er wurde super abgerufen. Einmal. Das war jetzt gerade ein Sitz aus der Bewegung. Das heißt, man geht, der Hund bekommt das Kommando Sitz und der Besitzer selbst geht weiter. Bei diesem heißen Wetter ist Theo super konzentriert und sehr lernbereit. Theo bekommt jetzt sein Futter-Dummy zum Apport. Das liegt teils in seinen Genen, da er auch damals bei den Fischern viel apportieren musste. Eine super Auslastungsmöglichkeit für ihn heute. Der Hund sollte möglichst den Dummy in die Hand der Besitzerin bringen, was er auch geschafft hat, und wird jetzt belohnt. Einmal bitte einen großen Applaus. Theo muss sich kurz konzentrieren. Und geht jetzt auf die Suche nach dem Futterbeutel. Und auf direktem Wege hat er den Futterdummy anhand seiner sehr guten Nase gefunden. Einen großen Applaus bitte. Hier wird gleich die Frisbee zum Einsatz kommen, die sie apportieren soll. Eine super Leistung, wenn sie das gleich vollbringt, da Fox Terrier nicht sehr gerne apportieren und generell eine konsequente Führung brauchen. Sie hat gerade das Kommando Bleib bekommen, muss auf ihr Frauchen warten. Wird jetzt mitgenommen im Fuß. Hier wird abgeholt und weiter auf Fuß geführt. Wie Sie sehen, führt Fina die Kommandos sehr punktgenau aus. Jetzt bekommt sie gleich ihre Frisbee-Scheibe zum Apportieren. Hier ist es wichtig für Fina, dass noch Bewegung im Objekt ist. Fina ist zudem erst, beziehungsweise schon 9 Jahre alt. Eine erstaunliche Leistung. Ich wurde gerne zu meinem Sitz gesetzt, gleich mit Frauchen gehen weiter. Fina hat sie schon hingelegt, heiße Wetter hat sie schon ein bisschen müde gemacht. Jetzt bekommen wir einen 360-Grad-Drehung zu sehen. Hierbei ist es wichtig, dass der Hund Augenkontakt hält und nah beim Besitzer bleibt. Trotz Ablenkung.
Ablenkung und trotz des warmen Wetters haben sie das alles super gemacht. Waren super konzentriert. Ich bitte nochmal einen großen Applaus. Das für die Runde sehr anstrengend war. Der Shiba Inu ist eine japanische Hunderasse und ist zudem ein Jagdhund, braucht eine konsequente Führung und Erziehung, trotzdem liebevoll. Alfred ist der Auradackel. Er ist ein Jagdhund und wird zudem auch noch jagdlich geführt. Nach Alfred folgt der Gesellschaftspudel Kalle. Hier ist es wichtig, dass auch gerade kleine Hunde gehorchen. Und auch kleine Hunde wollen beschäftigt werden und brauchen eine konsequente Erziehung. Auch hier geht es um eine punktgenaue Korrektur und Ablieferung der Kommandos. Wie Sie sehen, meistern die Kleinen super. Die Hunde laufen zum Teil bei uns in Agility, in der Unterordnung. Emma ist heute sehr aufmerksam und möchte unbedingt in Helfen fallen. Jetzt gleich bekommen die Hunde das Kommando Sitz und Bleib. Da geht es darum, dass trotz Ablenkung und viel Aufregung die Hunde trotzdem sitzen bleiben und sich auf ihre Dritter konzentrieren. Jetzt wird gleich eins Platz eingefordert. Teils mit und teils ohne Hilfestellung. Auch Kalle hat sich hingelegt. Aber bitte einen großen Applaus. Jetzt werden die Hunde abgerufen. Wie wir sehen, haben auch die kleinen Hunde einen kleinen Dickkopf. Umso wichtiger, dass sie gut erzogen werden. Jetzt wird nochmal ein Linkspferd eingefordert. Jetzt einmal eine 360-Grad-Rechtsdrehung. Auch Kalle zeigt, dass er ein gutes Benehmen hat. Jetzt bitte nochmal einen großen Applaus. Das waren unsere kleinen Hunde. Das waren Emma, Kalle und Alfred.